Boost hat hier 2,79 € bei Butnikowski gekostet. Der kostet 4,99 € und den wollte ich mal ausprobieren. Das machen wir aber in einem separaten Video, habe ich mir gedacht. Normalerweise benutze ich keinen Bronzer, sondern ich nehme mein Konturprodukt so ein bisschen als Bronzing und das zeige ich euch irgendwann auch mal in einem separaten Video. Aber dazu später mehr. Dann habe ich noch einen Augenbrauenstift gekauft und zwar ist das diesmal von der gleichen Machart wie den letzten, den ich noch zeigte, nämlich mit so einem Kämmchen hier vorne dran. Sieht, wenn man ihn aufträgt, so aus. Und da wollen wir mal gucken, wie mir der gefällt, denn der andere gefiel mir ja überhaupt nicht. Der ist ausgetrocknet schon nach ein paar Tagen und den kann man eigentlich nur noch wegschmeißen. Der hat allerdings jetzt einen Braunton und das mag ich nicht. Ich würde eigentlich gerne einen Blondton oder einen aschigen Ton haben, gibt es aber nicht. Soweit ich gesehen habe, also bei meinem Butnikowski gab es nur zwei Farbtöne, einen in Schwarz, einen in einem ziemlich dunklen Braun. Und da müssen wir mal gucken, wie mir der gefällt. Hauptsache, er geht nicht so schnell ab wie die anderen, die nach 2 Stunden, wie zum Beispiel dieser L'Oreal Stift, den ich ja gekauft habe aus dieser Age-Reihe, aus dieser Perfect Age-Reihe für ältere Damen, in Grau übrigens ist dieser hier, ist zwar wunderbar, mag ich sehr gerne, mag ich auch vom Finish her, aber nach 2 Stunden verflüchtigt er sich, sodass ich nachziehen muss, das finde ich überhaupt nicht gut. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem neuen. Leider ist das natürlich eine ganz andere Farbe, nämlich in Braun. Leider gibt es das nicht in Grau. Ja, das waren diese 3 Beauty-Produkte. Dann habe ich noch bei Kik einen dicken Anorak für Mädchen in der Größe 170, 176 gefunden. Der sieht von drinnen grau aus und von außen hat er ein sehr rosa. Ist es ja nicht, ist ja schon fast rosa, lila. Aber ich finde das sehr schön, kostet 16,99 €, hat eine Kapuze. Und ich denke, die hält schön warm. Im Winter ist lang geschnitten, hat hier eine Applikation noch unten dran. Wollen wir mal gucken, wie die sich so macht. So dicke Parker oder Parker-ähnliche Jacken finde ich im Winter immer sehr gut. Die halten nämlich immer richtig schön warm. Ja, das war mein kleiner, schneller Haul für euch. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe auch, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss!